Der ein oder andere fragt sich sicherlich, wie es jetzt mit der Vlad weitergeht. Keine Ahnung. Leider, keine Ahnung. Ich würde natürlich gerne jetzt den zweiten Teil machen und nochmal überprüfen, ob ich wirklich ein Montagsmodell habe. Der Jörg Sprave wollte mir ja sein Modell schicken. Aber bis jetzt ist daraus noch nichts geworden. In der Zwischenzeit kam aber auch ein Video mit der Vanessa Blank. Ich nehme an, er brauchte das Ding einfach noch für dieses Video. Ich warte natürlich hier auf sein Modell und sobald es hier ist, wird es dann auch einen Teil 2 geben. Und dann sehen wir uns nochmal die Spannbarkeit des 90er Bogens an. Es muss ja ein Montagsmodell sein. Das kann ja nicht sein, dass ich 150 so und bei der Vlad die 90 auf Biegen und Brechen nicht hinkriege. Der ist wirklich ein mechanischer Defekt und deswegen, ich freue mich wirklich auf dein Modell, Jörg, weil bei dir weiß ich, es funktioniert definitiv. Und ja, ich möchte das Bild von der Vlad in meinem Kopf auch einfach gerade rücken, weil ich glaube, durch dieses Montagsmodell ist das ein bisschen verschoben. Ne? Bitte dran denken, kommt ja auch dir zugute und deiner Vlad. Wäre doch eine ganz tolle Sache. Ja, und jetzt möchte ich noch ein paar Worte zur meiner Meinung nach besten Einsteigerarmbrust auf dem ganzen Markt verlieren. Und zwar, richtig, die Stinger Survival. Nein, Spaß, die Alligator MK2. Wie ihr schon richtig erkannt habt, die Alligator MK2 ist eine richtig, richtig tolle Armbrust für Einsteiger. Das hat mal 50 Euro gekostet. Ich sage hat mal, weil ich habe dafür 50 Euro damals bezahlt. Ein Freund von mir hat sich das dann 2 Jahre später auch nochmal für 50 Euro gekauft. Ich weiß aber, dass mittlerweile die Preise echt weit oben sind. Und das ist schade. Das heißt aber nicht, dass die Alligator dadurch schlecht ist. Also alles unter 70, 80 Euro ist ein hinnehmbarer Preis. Weil was kriegt ihr denn für den Preis? Na, ihr kriegt halt wirklich diese coole Einzelschussarmbrust mit echtem Schaft, der auch gar nicht so schlecht ist. Also er kann halt nicht mit dem der Stinger mithalten, weil es kein AR-15 ist, aber der Tapsi Müller hatte mal ein Video gemacht, dass man da wohl auch den Stinger-Schaft draufsetzen kann. Die Videos vom Tapsi sind ja leider alle weg. Könnt ihr mir sagen, wie das geht? Weil ich habe es irgendwie nicht ganz rausbekommen, wie das klappen soll. Würde ich auch gerne machen, weil ich glaube, das würde die Alligator an sich nochmal richtig aufwerten. Ich habe an dieser Alligator einiges modifiziert übrigens. Ne? Also die hat einen Doppelbogen. Die hat richtig Wumms jetzt. Das hat auch nichts mehr mit einer Standard-Alligator zu tun. Und vorne hier habe ich dieses Horn abgesägt. Fand ich einfach optisch nicht so schön. Ich habe dann noch einen Versuch mit einem eingeklebten Insert gemacht. Den hätte ich mir aber sparen können, den Versuch. Der ist nämlich nach hinten losgegangen. So, den Hebel, den Griff, habe ich übrigens immer nach vorne, damit man hier besser eine Verlängerung hat. Dieses Horn vorne halte ich für sehr gefährlich. Das anzupacken und dann die Hand nicht wegzunehmen, guckt mal, wo der Pfeil hingehen würde. Da rein. Besser nicht, deswegen habe ich es halt einfach so. Die Alligator ist gut, aber nicht perfekt, so wie alles. Und deswegen kriegt ihr nämlich diese Pfeile mit, anstatt halt gute Pfeile, bekommt ihr hier wirklich diese Alu-Röhrchen, die vorne zusammengestanzt sind und hinten Plastik-Veins haben. Also das ist ein Plastikstück hier, ne? Das ist nichts Gutes und diesen Pfeil werde ich auf gar keinen Fall hiermit schießen, weil ich bin hier bei 130 Pfund. Das wäre schrecklich. Keine gute Idee, das jetzt zu machen. Dementsprechend schieße ich jetzt hier extra dafür gemachte Pfeile. Die sind jetzt in dem Fall von der Pfeilmanufaktur Bahle. Sehen echt cool aus. Es sind wieder 1/4 Zoll Durchmesserpfeile. Also die sind ein Ticken dicker, als ihr es von den Stinger-Pfeilen kennt. Dadurch haben die aber natürlich auch eine ganz andere Robustheit und echt geile, starke Nocken. Eine sehr robuste Bodkin-Spitze. Die hier hat mal eine Betonplatte getroffen und ist trotzdem noch da. Ja. Und die wiegen natürlich einiges und deswegen kann man sie auch hier schießen. Die Sicherung hier habe ich übrigens rausgebaut, wie man vielleicht sehen kann. Warum? Naja, ich finde diese Sicherung, die vermittelt ein falsches Gefühl von Sicherheit. Weil letztendlich ist es keine Sicherung, es ist nur eine Triggerblockade. Wenn ihr jetzt von unten gegen die Sehne stoßt, schlagt oder irgendwas euch dagegen kommt, löst der Bogen aus. Und deswegen, diese trügerische Sicherheit, die will ich mir hier einfach sparen. Ja, bringt nichts. Ansonsten habe ich hier noch einen Red Dot draufgesetzt. So, wir machen einfach mal einen Testschuss. So. Okay,
Ich habe schon echt lange nicht mehr mit der geschossen. Das ist ein bisschen lustig, man hat halt keine so richtige Wangenauflage. Ui. Aber die hat echt Durchschlag. Mit diesem Doppelwurf am Setup. Das ist schon echt eine coole Sache. Bevor ihr jetzt aber anfangt, da wie wild irgendwelche Doppelbögen einzubauen, hört mir gerade mal noch einen Moment zu. Das Ding ist nämlich, also was nehmt ihr am besten für einen Doppelbogen? Ich habe hier einmal den Originalwurfarm, das ist der untere, den habe ich zurechtgeschnitten. Und obendrauf ist der Redback 80er Bogen. Der hat sehr viel Power, 80 Pfund, und kostet aber echt nicht viel Geld. Das ist echt gut. Der ist eine richtig gute Budgetlösung. Ne? Und ja, was müsst ihr aber sonst noch beachten? Weil ihr könnt nicht einfach nur einen Doppelwurfarm einbauen und dann habt ihr eine tolle Alligator. Dann habt ihr nämlich arge Probleme mit der Präzision. Ihr müsst bei der Alligator, wenn ihr deutlich die Leistung erhöhen wollt, müsst ihr auch die Stabilität erhöhen. Und das macht ihr bei der Alligator leider nur auf eine einzige Art und Weise. Und das gefällt mir nicht so gut. Und deswegen ist es auch für mich auch wirklich eine Einsteigerarmbrust und keine Profi-Armbrust. Ihr müsstet hier alles aufschrauben und alles mit Loctite einkleben. Denn bei so viel Vibration, die halt durch die ganze Power kommt, zerlegt sich das Ding ansonsten. Ja? Das ist etwas, was bei der Survival nicht so ist. Es ist halt ein Bastelding. Das sieht halt auch sehr verbastelt jetzt aus. Ist aber echt cool und präzise. Aber mein Problem damit... Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Doch. Ich mag mal gucken, ob auch ein Adder-Pfeil geht. Weil das habe ich jetzt öfters schon gehört, dass man mit der auch Adder-Pfeile schießen könnte. Ich mag das mal gerade ausprobieren. Das klappt tatsächlich sehr gut. Das ist eine sehr coole Sache. Das Ding ist halt einfach, wenn ihr jetzt... Das hatte ich nämlich, habe ich mich tierisch geärgert, ist mir hier hinten diese Feder abgebrochen. Und das könnt ihr jetzt dann natürlich nicht mehr so einfach austauschen, weil das hier alles festgeklebt ist. Heißt, ihr müsst es aufbrechen und dann wieder festkleben und dann wieder festschrauben. Das ist halt, ja, sehr bastlerisch, aber für Low Budget die absolut beste Möglichkeit. Und ja, die Alligator ist wirklich eine gute Armbrust. Also wirklich in dem Preis-Leistungsspektrum ist sie absolut unschlagbar. Aber dennoch kann sie halt nicht mit der Survival mithalten, meiner Meinung nach. Weil die Survival halt eigentlich ein Tactical ist, ohne Magazin. Ach ja, und das Ding ist halt auch nur aus Plastik und nicht wie bei das Ding aus Metall. Dadurch nicht ganz so langlebig. Ne? Allgemein sind halt hier die Teile einfach aus einem anderen Polymer. Da gab es Leute, die haben behauptet, es sei der gleiche Unterbau. Nein, ist es nicht. Schau es dir doch genauer an, bitte. Also, die ist absolut geil. Die ist absolut gut für den Einstieg. Aber trotzdem kann sie nicht mit der Survival mithalten. Ist halt so. Aber trotzdem würde ich euch tatsächlich nicht empfehlen, das Survival einfach so zu kaufen. Das ist in dem Survival-Video ein bisschen untergegangen. Meine Empfehlung wäre tatsächlich, die Survival ist eine geile Sache, weil sie diese Sicherung hat. Die Daumensicherung ist richtig geil. Aber ich finde sie wirklich ein bisschen zu teuer. Und da kann ich auch jeden nachvollziehen, der das geschrieben hat. Aber nochmal, ich bin ja kein Werbekanal und ich habe ja auch nicht gesagt, dass der Preis irgendwie gut ist oder sonst wie. Also ich bin absolut eurer Meinung, die Survival als einzelne Armbrust ist zu teuer. Weil, wie gesagt, ihr kriegt einen Alligator zum Fünftel des Preises oder sagen wir mal nur Drittel des Preises. Ja, aber es ist halt nicht so ein rundes Paket. Ne? Bei der Alligator müsst ihr in so vielen Stellen ausbessern. Punkt Nummer 1, und das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, sind die Pfeile. Und halt das Loctite. Auch noch. Meine Empfehlung wäre tatsächlich, noch zu warten, bis ein Umbaukit kommt, was nur diesen Einzelschussaufsatz der Survival liefert. Der wird nicht allzu teuer sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und es wird aber sehr geil sein, weil dann könnt ihr eure Compact oder Tactical einfach auf eine Survival umbauen für einen Apfel und ein Ei und habt echt eine sehr günstige, gute Einzelschussarmbrust, die auch sehr präzise ist. Ja, und wie geht es denn jetzt hier weiter auf diesem Kanal überhaupt? Das steht gerade noch so ein bisschen in den Sternen. Und da bitte ich euch jetzt mal in den Kommentaren einfach mal mitzuhelfen. Was wollt ihr sehen? Weil bei den letzten Kommentaren kam so ein bisschen mein Eindruck auf, dass ihr von Stinger genug habt. Das ist sehr schade, weil von Stinger habe ich persönlich einfach noch lange nicht genug. Und, aber wenn das so ist,
wenn wirklich keiner von euch mehr Bock hat auf eine Stinger, dann mache ich das Ganze halt wieder privat. Für mich muss es nicht ins Internet stellen. Alles gut. Ich dachte, ihr freut euch darüber, wenn ich euch so ein paar Pluspunkte an Tipps verrate. Aber kommt nicht bei jedem so gut an. Wenn ihr die großen Sachen sehen wollt, müsst ihr einfach noch ein bisschen Geduld haben. Weil, wie gesagt, bei dem Wetter gehe ich nicht raus. Was auf jeden Fall noch ansteht für die Stinger, und das fände ich auch sehr schade, wenn es ins Wasser fällt, ist halt der große Feldtest. Ne? Weil das ist ja auch so, ich rede halt immer von Stinger, aber es ist natürlich ganz klar, Alligator und Vlad ist damit auch gemeint. Und was sonst noch kommt in 6.5. Mal schauen, was da sonst noch kommt. Ich kann euch sagen, da kommt noch was. Und das ist nicht mal von Steamboat unbedingt das, was ich jetzt gerade meine. Und ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass ich es geil finden werde. Und ich glaube auch gerade deswegen sollten wir uns angucken, welche Pfeile denn wirklich die besten sind für dieses Kaliber, für die verschiedenen Wurfarme, für die verschiedenen Einsatzzwecke. Deswegen, meine Herangehensweise wäre jetzt, diesen Pfeiltest zu drehen. Der wird absolut umfangreich. Kann auch gut sein, dass dann ein paar Wochen lang kein Video kommt, weil ich von Teil 1 bis Teil 7 erstmal alle gedreht und geschnitten haben will, bis ich dann den ersten Teil hochlade. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch das wünscht, was für Kategorien ihr im Pfeiltest sehen wollt und außerdem, welche neuen Geräte ihr hier auf diesem Kanal sehen wollt. Ich lese es immer wieder, die Supersonic steht gerade aktuell sehr hoch im Kurs und sie interessiert mich auch wirklich sehr, muss ich sagen. Ich habe noch immer keine. Aber es wird demnächst Zeit. Ich habe jetzt schon um die 400 Euro eingenommen mit Amazon und auch mit YouTube. Und ja, davon können wir uns sehr bald eine Supersonic kaufen. Und dann wird die natürlich auch fleißig getestet. Ist natürlich wieder was ganz anderes. Es ist Compound und kein Recurve. Aber ich will es testen. Weil ich bin ja allgemein, mag ich auch Compound. So ist nicht. Ich verteufel es nicht. Es ist halt nur viel, viel, viel pflegeintensiver. Und lange nicht so absolut ewig belastbar wie so ein Recurve-System, ne? Um euch zu zeigen, wie absolut belastbar so ein Recurve-System ist, werden wir jetzt 6-mal schießen. Und das mit 5 Pfeilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei Compound wäre uns das jetzt um die Ohren geflogen. Bei Recurve kontrolliere ich gerade die Endkappen. Passt. Der Wurfarm macht keine komischen Geräusche. Alles gut. Ja, und das wäre halt mit Compound nicht möglich. Leute, passt wirklich auf mit Dynema-Versuchen bei Compound. Ganz heikles Thema. Warum? Ich werde da später nochmal genauer drauf eingehen. Aber ganz kurz zusammengefasst. Schaut euch mal... Oje, meine Katzen. Überall Katzenhaare. Oha. Schaut euch mal diese Cam an. Hier läuft die Sehne. Hier läuft das Kabel. Wenn jetzt die Sehne straffer gespannt ist als das Kabel, stellt die Cam sich logischerweise schief, ne? Weil sie dann in die Richtung gezogen wird, also nach oben, dann würde sie sich so drehen. Und das ist natürlich extremst schlecht für den Wurfarm, ne? Ich zeige euch in dem kommenden Video auch mal meinen Siege-Wurfarm. Und dann werdet ihr sehen, warum bei Compound immer Sehne und Kabel absolut aufeinander abgestimmt werden müssen. Wenn das mal eine Zeit lang nicht absolut abgestimmt ist, dann holt ihr euch diese Cam-Fehlstellung rein und das verreißt euch die Wurfarme. Ich kann es euch nicht empfehlen. Testet gerne, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Und also ich kann euch sagen, wirklich, testet gerne. Aber euch muss im Klaren sein, ihr braucht danach eine neue Sehne, neue Kabel und neue Wurfarme. 120 Euro, wenn ihr die mal eben so habt zum Rausschmeißen, macht. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, zieht vielleicht auch noch eine Handschuhe an, Motorradhandschuhe und vielleicht sogar noch einen Motorradhelm. Weil ich habe jetzt Glück gehabt, mir ist der Wurfarm zwar neben dem Auge gerissen, aber es ist nichts ins Auge reingekommen. Aber es hätte auch ins Auge gehen können. Deswegen, also, wenn es da jemanden gibt von euch, der absolut gute Erfahrungen mit Compound und Dynema gemacht hat, bitte klär mich auf, mach gerne ein Video. Ich bin der Letzte, der da sagt, nee, ich habe recht und das bleibt jetzt so. Nur ist es halt so, ich habe diese Erfahrung gemacht und will euch vor diesen Schäden einfach bewahren. Ihr spart letztendlich nichts, wenn ihr irgendwie 10 Euro an der Sehne spart, aber dafür für 120 Euro Ersatzteile kauft. Ne? Und ihr habt Verletzungsrisiko, deswegen seid da wirklich vorsichtig. Wer gute Erfahrungen gemacht hat, kann mich bitte gerne aufklären. Aber bitte auch nicht irgendwie, ja, ich habe die jetzt schon seit 3 Wochen drauf und in diesen 3 Wochen habe ich 5-mal geschossen. Das sagt dann halt keiner, wie oft geschossen wurde. Bei mir,
bei meinen Siege-Dynema-Experimenten war alles gut, bis zum 100. Schuss. Dann ist mir aufgefallen, dass die Cams so schief stehen und dann war es auch schon zu spät. Kurz danach ist mir nämlich die Sehne gerissen und danach ist mir direkt der Wurfarm gerissen. Also eine Woche später, da hatte ich auch dann wieder die alte Sehne drauf, also die Originalsehne. Aber durch diese permanente Fehlstellung von 100 Schuss hat einfach der Wurfarm schon so viel Schaden genommen gehabt, dass es zu spät war. Und deswegen, wenn ihr das drauf habt und irgendwie 10 Schuss gemacht habt und alles läuft gut, an dem Punkt war ich auch. Wenn ihr bei 100 Schuss seid und alles ist gut, an dem Punkt war ich auch. Wenn ihr nach 200 Schuss an einem Punkt seid, wo alles gut ist und nichts kaputt und sonst wie, dann würde mich das wirklich sehr interessieren. Aber bitte geht kein Risiko ein, nur weil ich jetzt irgendwas gesagt habe. Ne? Also wirklich Regel Nummer 1, kein Risiko eingehen. Wenn ihr dennoch euch das Risiko bewusst seid und sagt, ich will es unbedingt ausprobieren, dann plant Sicherheit ein, Handschuhe, Helm und 120 Euro für Ersatzteile. So, und ich freue mich auf eure Kommentare, die mir dann hoffentlich zeigen, dass es geht, weil es wäre natürlich eine geile Sache. Das Teure hier am Whipshot und an der Siege und sonst was ist wirklich die Sehne, muss man sagen. Wenn man das jetzt hier auch in den Griff kriegt, wie bei einer Stinger, wie bei einer Edda, wie bei einer RX, dann bin ich euch absolut dankbar. Ne? Aber wirklich geht für mich jetzt kein Risiko ein da. Also das ist es dann nicht wert. Ne? Das ist dann echt nicht wert. Eine Sache habe ich noch, die ich noch ansprechen möchte. Und zwar, ich habe tatsächlich gerade eine Steamboat Onyx hier zum Test. Aber nicht von Steambo gesponsert oder sonst wie, sondern vom Kai. Das ist der, der mir auch damals den Koffer vorbeigebracht hat. Ne? Also, es ist keine Schleichwerbung oder sonst was. Schreibt mir bitte wirklich in die Kommentare, interessiert euch das mit der Onyx? Wollt ihr die Onyx sehen? Ja oder nein? Eckdaten, 330 FPS, 225 Pfund und sie ist halt per Luftdruck spannbar. Ne? Das ist halt das Geile. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Excalibur und früher oder später möchte ich auch wirklich mal eine Steamboat Excalibur haben. Also eine Excalibur 440 mit dem Steamboat-System. Bei der Onyx kann man sich das halt einfach schon mal anschauen. Komm, ich packe sie mal aus und zeige euch die mal in die Kamera. Hier, das ist sie jetzt zusammengeklappt. Ich baue sie jetzt auch nicht auf, weil die ist dann echt sehr sperrig. Und hier drin werde ich sie nicht schießen. Schafft es auch abmontiert. Aber ja, na, hier ist das Power Unit. Das spannt dann die Wurfarme. An sich eine coole Sache. Vor allem eine sehr coole Spanntechnik. Würde ich euch gerne zeigen, aber ich möchte wirklich vermeiden, hier irgendwie als Steamboat-Bezahlter oder so abgestempelt zu werden. Weil das ist nicht so. Das ist sehr demotivierend, muss ich euch sagen. Deswegen sagt mir bitte jetzt, wollt ihr es sehen oder nicht? Wenn nicht, dann mache ich mir die Mühe gar nicht. Das wäre ärgerlich, wenn ich jetzt hier CO2 im Wert von irgendwie 100 Euro verballer, wieder 100 GB Videomaterial aufnehme und am Ende kommt dann sowas bei rum. Deswegen seid ganz ehrlich, schreibt es jetzt in die Kommentare und dann gibt es keine Missverständnisse, oder? So, Freunde, ich bin raus für heute und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder hier bist. Bei Mac. Modern Archery Germany. Ja, und was wir dann machen nächste Woche, ist jetzt halt wirklich ganz abhängig von dir und deinem Kommentar. Ne? Und natürlich die anderen in der Community auch. Also nicht nur du zählst, alle. Aber wenn du nichts sagst, dann entscheiden die anderen. Also mach deinen Mund auf und rede mit mir. Was willst du sehen? Im Nachhinein kannst du mir natürlich auch sagen, was dir nicht gefallen hat. Aber am besten ist, wenn du mir im Vorhinein sagst, was du sehen willst. Dann weiß ich, was du sehen willst. Und ne? Verschwende keine Zeit. Freunde, wir sehen uns nächste Woche und mach's gut. Rot, weiß, rot.